Hallo, hier ist der Robert mit Geschichten aus der Geschichte. Wohin geht es denn heute? Nun, von Oberramstadt nach Kirchbrombach. Klingt gut. Das läge doch bitte wo? Na hier, in den heutigen Kreisen Darmstadt-Dieburg und Odenwald rot markiert im grünen Hessenländle. Hier mal eine kleine Übersicht. Generell der Hinweis zum Hintergrund Odenwald in der Serie 2. Der Fall des Klosters Lorsch. Da tauchen die ganzen Kombattanten auf. Jetzt nur so viel. Reichsabtei Fulda und Erzbistum Mainz. Die hatten hier ganz starke Interessen, so ab dem 7., 8. Jahrhundert. Ja, und das breitete sich aus. Später gelang es dann, Fulda zurückzudrängen. Doch Mainz hatte einen schweren Stand, denn der Pfalzgraf bei Rhein und die Landgrafen von Hessen wurden mächtig. Und da gab es über Jahrhunderte, bis 1803 um genau zu sein, ganz böse Auseinandersetzungen. Doch das nur so als genereller Hintergrund, nicht wundern, wenn wir jetzt nach Oberramstadt kommen. Erster Teil unserer Reise, eigentlich eine kleine Strecke. Hier finden wir ein ehemaliges Ortsschlösschen aus der Zeit der Renaissance des 16. Jahrhunderts. Doch seht hier die Kirche. Abgesehen von der Dampfmaschine, die ist etwas neuer, liegt oberhalb des Ortes, von einer schweren Mauer umgeben mit Stütz- oder Strebepfeilern. Die Kirche war einst befestigt, eine Kirchenburg. Und da hat man erst im Jahre 1718 die Kirche neu erbaut, denn sie war im Dreißigjährigen Krieg sowie in den späteren sogenannten Franzosenkriegen im 17. und 18. Jahrhundert stark mitgenommen worden. Hier nochmal das Schlösschen. Ja, die Kirche, hochgelegen, heute ein schöner Aussichtspunkt. Von hier gelangen wir auch gleich nach Großbiberau, dem nächsten Schritt. Hier finden wir sehr schön restaurierte Häuser, teils mit der typischen Verschindelung, doch auch große Hofanlagen, Hofreiten genannt, oder Häuser in Fachwerk, herrlich restauriert und instand gehalten, mit Originalbauinschrift, zieren noch heute die Straßen der Ortschaft. Fachwerk wird hier groß geschrieben und der Erhalt, was nicht billig ist. Die Kirche indes scheint schmucklos, wurde im Jahre 1730 neu erbaut, hat natürlich einen alten Charakter. Es war einst auch eine Kirchenburg, doch davon steht heute gar nichts mehr. So, mit einem letzten Blick kommen wir zu unserem nächsten Ziel nach Versau. Auch hier sehen wir Fachwerk, ein herrliches Ortsbild, der Kern zumindest, der sich um die hochgelegene Kirchenanlage gruppiert. Auf dem Weg nach oben alte Häuser von 1614 zum Beispiel, des Schultheiß Johannes Sarg. Und hier eine Gerichtslinde unverkennbar. Alte Gerichtsstätte. Manch altes Haus vom Zahn der Zeit angenagt, doch die Kirche, seht, hier das Langhaus, eine Ringmauer umgibt die Kirche, und da ragt auch der Kirchturm, der steht aber weit weg von der Kirche. Richtig. Dieser Kirchturm ist etwas Besonderes, das heißt, auf dieser Reise zum ersten Mal gesehen, das ist ein Torturm. Richtig, unten ist's ein Torturm, oben ist's ein Glockenturm. Der wurde dann, der ursprüngliche Torturm nämlich, aufgestockt. Ihr seht, ringförmig umgeben Häuser in Fachwerk die Kirchenanlage. Im Jahre 1631 krachte der alte Kirchturm zusammen, man hat ihn dann nicht mehr aufgebaut, sondern den Torturm erhöht. Und da kann man sagen, das ist ein Campanil, Fachdeutsch, gleichzeitig ein Tor- und Leutturm. Steht dann abseits der eigentlichen Kirche des Langhauses. Außen zieht sich diese Ringmauer mehr oder weniger überwachsen fort. Einst war auch hier ein Wehrgang. Das Ganze ursprünglich auch fuldisch, gelangte dann an die Schenken von Erbach, Grafen von Katzenellenbogen, Kurpfalz. Also da hat jeder so ziemlich mitgemischt. Hier die Torkammer, die inneren Torflügel entfernt. Hier sehen wir innen an den Torturm, den Campanil, anschließend die Ringmauer oder Wehrmauer. Der Wehrgang oben abgetragen im 19. Jahrhundert. Der Friedhof noch in Nutzung,
Dieser Kirchleuchtturm ist eben in dieser Gegend ein Unikat. Es gibt ihn allerdings im weiteren Umfeld des Öfteren. Seht hier, 1631, da hat man es eben aufgestockt und zweckentsprechend verwendet. Wenn man sich jetzt das Langhaus, das hier abseits des Kirchturms steht, an der Originalstelle, etwas näher ansieht, das sieht modern aus, ist dann auch im 17. Jahrhundert erneuert worden, nach einigen Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg. Manch alter Grabstein ziert es und das Chor ist rechteckig. Deutet also auf ein hohes Alter hin, sprich aus der romanischen Zeit, ist aber nur vom Stil beim Neubau übernommen worden. Ja, der Torturm. Doch seht, die Mauern. Schaut die Stärke. Keine einfachen Kirchhofmauern. Von außen, da war einst auch ein Graben zum Ort hin, nochmal ein Ringgraben, schwer befestigt die Anlage, denn des Öfteren gab es eben zwischen den verschiedenen Herren Streitigkeiten. Ein letzter Blick. Und wir kommen nach Brenzbach. Auch Brenzbach hat eine bewegte Geschichte. Die gehörten früher zusammen, Wersau und Brenzbach. Also auch hier Kloster Fulda, Schenken von Erbach, Grafen von Katzenelnbogen. Ein bisschen Kammerburg-Pfalz, ein bisschen gelangte an Hessen. Ärger garantiert. Auch hier seht eine schwere Stützmauer in der Basis mit Strebepfeilern. Der Wehrgang oben abgetragen, auch hier hatten wir einst eine Kirchenburg vor uns. Die wurde allerdings im frühen 16. Jahrhundert neu erbaut. Man hat den Turm neu aufgeführt, um ihn im Obergeschoss auch als Wehrturm auszuführen, die Glockenstube erst im 18. und 19. Jahrhundert ergänzt. Von diesen alten Zeiten, da künden noch Inschriften. Wo? Na hier, da oben, schaut. Am Gesims dieser Stockwerkstrennung, jawohl, da haben wir von 1503 die Bauinschrift. Bis dahin ging der Originalturm, dann war oben die Wehrplattform. So, Kirchbrombach, letzte Station unserer kleinen Reise auf dem Weg nach Michelstadt. Auch hier die Kirche, hochgelegen über dem Ort. Steil die Aufgänge, auch hier sehen wir schon. Starke Mauern umgeben die Kirche, die Häuser, die angebaut sind, erst im 18., 19. Jahrhundert. Denn einst, da war Kirchbrombach auch fuldisch, ging dann allmählich an Mainz über und bis ins 15. Jahrhundert gab es das Castrum Brannbach. Das wurde im 15. Jahrhundert dann obsolet, sprich nicht mehr benötigt. Man hat's abgerissen und stattdessen eine Kirche im Innern gebaut. Schaut hier. Da sehen wir die Jahreszahl 1577, da hat man noch etwas erneuert und weiter oben 1467. Bitte? Ja, es gibt in der Serie 5 einen Beitrag über die alte Schreibweise von Zahlen. Schaut mal rein. Hier eine Spolie der Vorgängerkirche. Da stand schon zu romanischer Zeit eine Kirche, wahrscheinlich die Burgkapelle. Man hat sie übernommen. Die heutige, wir sehen prächtiges Wappen. Der Schenken und Grafen von Erbach, Kassettendecke, das Chor mit schönem Kreuzrippengewölbe und Schlusssteinen, der Friedhof aufgelassen, eine bewegte Geschichte. Hier sehen wir 1577 eine kleine Stückpforte zum Ort. Da hat man die Kirche umfassend erneuert. Und auch hier seht die Basis dieser schweren Mauer, auch hier einst der Wehrgang. Das war jetzt von der ehemaligen Burg die eigentliche Ringmauer. So, und durch das Tor, den Rest desselben mit dem schönen Wappen im Schlussstein, verlassen wir Kirchbrombach. Wir reisen weiter. Ein kleiner Hinweis sei noch gegeben. Dies ist ein Beitrag der Serie 2 über den Odenwald. Es gibt weitere Serien mit interessanten Beiträgen. Schaut doch bei Gelegenheit mal rein. Damit hat aber diese Geschichte ihren Abgang erreicht. Und wir sagen,